Guten Morgen, da geht er gerade hin. Und zwar ist hier ein Zimmerservice. Und das ist jetzt hier gerade mein Frühstück. Das muss man abends sagen, was man haben möchte. Und dann bekommt man das. Und eigentlich bekommt man hier mit Brötchen und Marmelade und Käse und Wurst. Aber da ich das sowieso nicht esse, habe ich das alles abbestellt. Finde ich richtig nett. Also man sitzt hier an seinem kleinen Tischchen und kriegt jetzt hier sein Frühstück. Auf geht's zur Arbeit. Diesmal wieder in Schickklamotten. In Dienstklamotten. Ich habe gerade fürs Fernsehen erzählt, dass ich ganz viele verschiedene Größen in Dienstklamotten habe, weil ich ja ständig zunehme und abnehme und zunehme und abnehme. Und deswegen habe ich 3 verschiedene Größen. Jetzt habe ich gerade die größte Größe an und auch die ist ganz schön eng. Oh, das ist doch echt blöd. Das ist doch echt doof. Also es muss mal wieder bergab gehen, was das angeht. Und es ist auch sowieso, ist das unangenehm. Es ist einfach unangenehm für mich. Ich mag das nicht. Meine Güte, es ist Mittagspause und wir sitzen hier und es ist so arg kalt in diesem Seminarraum. Das gibt es überhaupt nicht. Und jetzt sind wir hier ausgewichen in den Vorraum. Total gemütlich und wir essen hier und jetzt machen wir gleich schön weiter. Und bei mir gibt es ein Käsebrot. Endlich wieder zu Hause. Meine Güte, voll der Stau vorhin gewesen. Das nervt natürlich immer. So, was habe ich natürlich gegessen? Mist habe ich gegessen. Und zwar... Man siehe, 6 waren drin, einer ist noch drin. Ich sag nicht, wo die anderen 5 sind. Gute Nacht.